Mein Name ist Sarah Brigada und ich bin ein Vocal Coach. Wenn du dich interessierst für Videos rund um die Themen Stimme und Gesang, dann abonniere doch diesen Kanal. Ja, ich habe hier wieder ein neues Video von den Blind Auditions von The Voice. Dieses Mal geht es um Natalie und sie singt den Song I Will Survive von Gloria Gaynor. Hören wir mal rein. But then I spent so many nights. Vielleicht kannst du schon auf was hören, nämlich ihre schönen Slides, die sie am Schluss macht. Nights. Ich finde, das macht das Ganze so ein bisschen old school, hat irgendwie so einen Vintage-Touch. Thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how. Cool, und dann auch ein bisschen rattle, dieses and. Das macht sie mit ihren Knorpeln, mit ihren Stellknorpeln und es gibt immer so ein bisschen ein Gefühl von, oder sie, ich glaube, sie macht es bewusst an dieser Stelle, weil es war alles noch so ein bisschen langsam und jetzt geht's los im Tempo und dieser rattle, dieses ey, ist manchmal auch so ein bisschen ein Zeichen für, okay, jetzt geht's los. Also, was man sagen muss, ist, Natalie, du groovst. Also, man sagt manchmal sowas wie, man setzt sich auf dem Beat, wie sie hier auf dem Beat sitzt. Ist ziemlich cool. Also, ich glaube, man kann sagen, die hat Rhythmus im Blut. Das war auch cool, wie sie Luft dazu gegeben hat. Übrigens ist dieser Song, der ist echt mühsam zu singen. Also ich habe den auch schon oft gesungen, wie so mit bei Party-Anlässen. Und das Problem bei dem Song ist einfach, es ist so viel Text und man hat irgendwie nie Pause und es geht immer weiter. Man muss so durchpowern. Also ich finde, ehrlich gesagt, finde ich den Song gar nicht so einfach. Der klingt so easy, aber ist gar nicht so einfach. Jetzt hier hat sie kurz die Kontrolle verloren, da war sie, glaube ich, ein bisschen overexcited. Aber macht nichts. Man hat einfach gehört, die Stimme ist ganz kurz gebrochen. Das ist das, was mir irgendwie einfach gut gefallen hat. Ich meine, die Natalie ist 17 und ich glaube, man braucht schon auch immer so ein bisschen Zeit, um seinen eigenen Stil zu finden und auch um sich Dinge zu trauen und jetzt auch hier einfach mal eine lange Note auszuhalten. Das braucht auch ein bisschen Mut und den zeigt sie, das finde ich cool. Die Oma. Ich konnte die Oma nicht kommentieren, aber die ist echt mega süß. Yeah, also die hat Power, die groovt. Ich glaube, was ich jetzt immer noch so ein bisschen gewartet habe, ist noch so ein bisschen mehr Persönlichkeit, mehr Eigenständigkeit. Der Song war schon relativ stark so nachgesungen wie das Original. Und das ist halt immer cool, wenn man nicht einfach ein
ein Cover macht im Stil von ich singe eins zu eins den Song nach, sondern wenn man so ein bisschen Persönlichkeit reinbringt. Weil das Ding ist ja, Gloria Gaynor singt das so cool, man kann ja dann immer nur Nummer 2 sein. Man kann ja nicht das Original noch authentischer oder besser machen. Darum ist halt immer cool, wenn man ein bisschen was Eigenes reingibt. Aber ich meine, die Natalie ist 17, da hat sie ganz viel Zeit, um das noch zu üben oder zu jammen mit Bands und herauszufinden, wer sie so ist und wie sie sich präsentieren mag musikalisch. Genau, ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann abonnier doch den Kanal und dann sehen wir uns ganz, ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao.